Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Genussvoll. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute zeige ich euch ein richtig schnell gemachtes Rezept. Und zwar machen wir einen Zitronen-Kokoskuchen. Das ist ein richtig saftiger Zitronenrührteig und dann kommen in den Rührteig so Flecken oder Tupfen von einem Kokoskäsekuchen, also einer Kokoskäsekuchenfüllung. Der ist richtig lecker, diese Füllung ist richtig schön cremig. Der Zitronenteig sehr, sehr, sehr saftig und dann kommt da oben drauf nachher noch eine Zitronenglasur. Der ist wirklich super, super lecker, ein Muss für alle Kokosfans und der ist wirklich total einfach und schnell gemacht. Und ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt los mit der Zubereitung. So, ich bereite jetzt als erstes die Kokosmasse zu. Dazu habe ich mir einfach einen Topf auf dem Herd aufgestellt und da kommt dann Kokosmilch rein. Zu der Kokosmilch kommt dann etwas Zucker und eine kleine Prise Salz. Und dann schalte ich den Herd ein und erwärme das Ganze. Und sobald die Kokosmilch anfängt zu dampfen, könnt ihr den Herd eigentlich auch schon wieder ausschalten. Das Ganze muss nämlich nur so warm sein, dass wir da jetzt weiße Schokolade drin schmelzen können. Und sobald die Schokolade dann vollständig geschmolzen ist, gebe ich da Kokosraspel dazu und Frischkäse. Und das Ganze werde ich mir jetzt einmal glatt rühren. So, wenn das Ganze dann miteinander verrührt ist, dann kommt da jetzt noch Speisestärke dazu und wird dann nochmal untergerührt und dann ist die Kokosfüllung auch schon fertig. Die Kokosmasse habe ich mir kurz beiseite gestellt und jetzt geht es mit dem Teig weiter. Dazu verrühre ich mir jetzt erstes Mehl mit Backpulver. Als nächstes brauchen wir dann eine Rührschüssel und ich habe hier, wie ihr seht, schon mal ein paar Eier reingetan. Zu den Eiern gebe ich Zucker und eine Prise Salz. Und das Ganze wird jetzt erstmal auf höchster Stufe richtig schön kräftig aufgeschlagen für so ungefähr 5 Minuten, dass das Ganze eine richtig schöne schaumige Masse bildet. So, wenn die Masse dann so aussieht, also deutlich heller und auch schön schaumig geschlagen, dann brauchen wir zwei Zitronen bzw. die Schale von den zwei Zitronen. Und aus einer Zitrone werde ich dann gleich auch noch den Saft auspressen und ebenfalls dazugeben. Wichtig ist natürlich, dass ihr da Bio-Zitronen verwendet. Und wie immer solltet ihr natürlich nur hier das Gelbe abreiben und eben nicht das Weiße darunter, weil das Weiße ist eben bitter und das schmeckt dann natürlich nachher nicht so gut. Wie gesagt, kommt da jetzt noch der Zitronensaft dazu, außerdem noch Kokosmilch und geschmacksneutrales Öl. Ich habe jetzt hier einfach ein Rapsöl verwendet, aber ihr könnt natürlich auch Sonnenblumenöl nehmen. Und dann wird das Ganze noch einmal kurz miteinander verrührt. Und zu guter Letzt kommt da jetzt noch die Mehlmischung dazu. Und wird dann auf niedriger Stufe nur so lange miteinander verrührt, bis sich dann da ein homogener Teig draus gebildet hat. So, als nächstes habe ich mir schon mal meinen Backrahmen vorbereitet. Den habe ich mir eingestellt auf 20 x 30 cm. Das entspricht übrigens genau einem halben Blech. Also wenn ihr das hier seht, das ist genau ein halbes Blech. Das heißt also, wenn ihr ein ganzes Blech backen wollt, dann müsst ihr das Rezept einfach nur verdoppeln. Und ich gebe jetzt hier einmal meinen Teig rein. Und dann kommt jetzt wieder unsere Kokosmasse zum Einsatz. Die habe ich mir einfach in so einen Spritzbeutel bzw. Gefrierbeutel gefüllt. Ich habe hier vorne eine Lochtülle dran. Und jetzt stecke ich mir einfach die Tülle hier in den Teig und dann gebe ich hier einfach was von der Kokosfüllung hier in den Teig rein.
einfach nur noch in den vorgeheizten Backofen. So, mein Kuchen ist jetzt komplett ausgekühlt und ich habe mir jetzt hier schon mal Puderzucker in eine Schüssel gegeben und da gebe ich jetzt den Saft von der zweiten Zitrone da rein. Und dann rühre ich mir einfach einen Guss an. Ich gebe jetzt nur nicht sofort den ganzen Saft dazu, sondern ich gebe das Ganze eben nach und nach dazu, eben bis sich da ein schöner Guss draus gebildet hat. So, ich werde jetzt den Zuckerguss einfach auf meinem Kuchen verteilen und auf den Guss werde ich dann noch ein paar Kokosraspeln geben. Und damit ist unser Zitronen-Kokoskuchen auch schon fertig. Also ihr habt gesehen, das ist wirklich total einfach und schnell gemacht. Und so sieht das Ganze jetzt im Anschnitt aus. Also ihr habt da den richtig schönen saftigen Zitronenrührteig. Also ich hoffe, man sieht in der Kamera schon, wie ultra saftig der einfach ist. Und dann seht ihr hier eben die Kerne aus dem Kokoskäsekuchen, die richtig schön cremig sind. Also es passt wunderbar zusammen. Vor allen Dingen noch mit dieser säuerlichen Puderzuckerglasur obendrauf. Das ist eine richtig, richtig leckere Kombination. Also wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, ein Muss für alle Kokosfans. Also macht das Rezept unbedingt mal nach. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir dann mal in die Kommentare schreibt, wie es euch geschmeckt hat. Oder schickt mir auch direkt davon ein Foto auf Facebook oder auf Instagram, beziehungsweise verlinkt mich dann eben auf die Fotos. Wie immer alles unten in der Infobox verlinkt. Und dann hoffe ich natürlich, dass dieses Rezept und auch dieses Video gefallen haben. Dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel, viel Spaß beim Nachbacken, lecker Kuchen essen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.